Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen in einem brandneuen Tutorial. Heute geht es um Tipps, wo man seine Kamera am Motorrad befestigen kann. Und zur Hilfe habe ich mir den OG von der Knatter Crew geholt. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Die meisten werden mich wahrscheinlich nicht kennen, aber einige, die das Video anschauen und motorradbegeistert sind, kennen mich vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Wir probieren einfach mal ein paar Sichten aus, würde ich sagen, wa? Genau. Aber doch. Los geht's. Tipp Nummer 1 ist der Klassiker, einfach am Helm bzw. am Kinn. Das ist eine beliebte Position. Für was würdest du die nutzen? Man sieht es ja, du hast sie ja schon dran. Also wer meine Videos schaut, oder ich mache das ja generell schon seit 3 Jahren, die beste Sicht fürs Vloggen, einfach so durch die Stadt fahren oder Autobahn allgemein Motorrad fahren, ist diese Sicht, weil hier könnt ihr auch direkt euer Mikrofon mit rein verbauen. Also es ist genau auf Augenhöhe, kann man sagen. Weißt du, wie ich meine? Also nicht Augenhöhe, sondern genau dieser Bereich. Deswegen ist es eigentlich die perfekte Sicht, meiner Meinung nach. Auch bei 270 auf der Autobahn hat das gehalten. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Manche haben es seitlich drauf, bin ich nicht so der Fan, denn wenn du mal schneller fahren solltest und kann schon mal ein Klebefett da abfliegen, ist auch schon mal einem Kumpel passiert, dass er seine Kamera so verloren hat. Also ich würde sagen, die vordere Sicht ist die optimalste für einen Vlog. Und so hat man als Zuschauer auch das Gefühl, dass man mit im Helm sitzt und selbst vielleicht auch das Motorrad fährt. Ja, und sieht auch cool aus, meiner Meinung nach. Definitiv. Also ich fühle mich auf jeden Fall cool, wenn ich so fahre. Spaß, nein. Okay, jetzt wird es ein bisschen cringe, alles gut. Und wie ihr das am Helm befestigt, hängt halt immer vom Helm selbst ab. Helme haben unterschiedliche Formen, manche haben irgendwelche Kanten oder sowas. Manchmal kann man nicht genau vorne das Klebepad machen, deswegen muss man das so ein bisschen an der Seite machen. Deswegen einfach bei eurem Helm gucken, wie es da am besten passt. Genau, bei mir ist es ganz praktisch. Hier ist ein Stecker drin, weil die GoPro 7 hat einen Mikrofonadapter drin. Guck mal, zack, Mikrofon ab. Einfach hier nochmal mit Klicksystem, hier ist ein Klebepad dran und zack, die Kamera habe ich schon in der Hand. Also Akku austauschen innerhalb von einer Minute ist auch ganz easy. Kommen wir zu Tipp Nummer 2, und das ist nicht mehr am Kopf, also nicht mehr am Helm, sondern einfach am Körper, zum Beispiel hier mit dem Brustgurt. Eine Möglichkeit wäre, das Ganze auch mit so einem Saugnapf zu machen oder zum Beispiel ein Klebepad dann einfach am Tank befestigen. Wir haben jetzt festgestellt, dass es ungefähr die gleiche Position ist von der Höhe her. Also hätte man ungefähr das gleiche Bild. Wobei das Unterschied ist, an der Brust hat man immer noch die Bewegung des Fahrers. Am Tank fest befestigt, zum Beispiel mit sowas hier, hätte man die starre Sicht auf Motorrad und eher der Hintergrund würde sich bewegen. Wann würdest du so eine Aufnahme machen damit? Also ich sag dir ehrlich, so für die Rennstrecke ist das eigentlich gar nichts, weil Rennstrecke darfst du, glaube ich, nichts am Körper tragen, soweit ich das weiß. So für die Stadt eher so ein Travel-Trip. Weißt du, wenn du viel Stadt fährst und auch viel in die Läden so rein und raus gehst oder mal, keine Ahnung, in den Supermarkt kurz rein oder mal auf den Markt kurz spazieren. Ihr wisst ja, wie ich das meine, nicht hauptsächlich Motorradfahren, sondern beides so zusammen mixt. Finde ich die Brust an sich ganz nice, weil den Helm könnt ihr dann einfach auch ausziehen, dann habt ihr auch die normale Sicht. Ja, aber ansonsten so für den Alltag bin ich der Meinung, wäre diese Sicht nichts für mich, weil das geht auch irgendwann, ja, das merkst du schon irgendwann, dass du irgendwie, sie fühlt sich an wie ein Rucksack auf Dauer. Ist ja spannend ja auch die ganze Zeit. Ja, also so für einen Urlaub ganz nice, aber ich sag dir, auf Dauer wäre das nichts für mich. Kommen wir zur Stelle Nummer 3 oder Tipp Nummer 3. Wir haben jetzt ein bisschen umgebaut, also wir sind nicht mehr am Körper selbst, sondern wir haben uns den Lenker hier vorgenommen und das hängt immer sehr stark vom Motorrad ab, ob die Möglichkeit überhaupt besteht. Ich weiß, bei meiner vollverkleideten Ninja würde das gar nicht gehen, weil ich nicht die Plätze hier habe am Lenker. Da könnte ich vorne vielleicht am Außenspiegel oder sowas noch befestigen, aber hier geht es wunderbar. Wir haben auch umgebaut auf die 360er Variante der Insta361 RS. Also ich glaube, die Sicht wird richtig gut werden, so habe ich so das Gefühl. Aber
will man unbedingt mit so einem Klotz rumfahren, ist die Frage. Und ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel bei erhöhten Geschwindigkeiten ab 150, 160, ob das auch so stabil bleiben würde. Vielleicht nicht, dass es dann zu sehr wackelt oder vielleicht sogar auch abfliegt. Aber so für die Stadt bin ich der Meinung, dass man die ab und zu doch mal ranmachen könnte. So, nächster Stopp bedeutet Position Numero 4. Und jetzt geht's vom Körper weiter weg, auch vom Lenker, jetzt ans Motorrad. Wir haben die Kamera hier an der Seite befestigt. Im Grunde genommen soll diese Perspektive jetzt einfach nur ein Beispiel sein für die Perspektiven, die man grundsätzlich machen kann. Je nach Motorrad kann es unterschiedlich sein, wo ihr die Kamera befestigen könnt. Und ob ihr jetzt irgendwie eine Klemme benutzt oder den Saugnapf oder auch vielleicht das Klebepad, hängt immer davon ab, wo man das ranmachen kann, was euer Bike hergibt. Das kann schon echt stören beim Fahren, muss man wirklich immer mit den Gedanken dran denken, dass du eine Kamera hinten hast. Weil ich hatte schon mal so einen Fall, dass ich die Kamera hier hinten drauf hatte und die jedes Mal umgekickt habe. Das ist so ein Ding, damit könnte leicht die Kamera zerstören. Aber ich glaube, von der Sicht her wird das schön schmackig werden. Vor allem, wenn man auf Rennstrecke oder Kurven ballern geht, dann kann man schön die Sicht auf die Reifen machen, wie tief man fährt und sowas. Also es kann schon cool sein, aber man muss echt aufpassen. Alter, sein Topcase ist aufgegangen. Ey, sein Topcase ist aufgegangen. Ich hab's gesehen. Ich glaube, der verliert jetzt alles auf der Straße. So, jetzt kommen wir zur Position Nummer 5. Und das ist mal was ganz Besonderes. Es geht jetzt weg vom Motorrad, weg vom Lenker, weg vom Helm, aber trotzdem irgendwie am Körper dran. Es ist die GTA-Perspektive, nennen wir sie einfach mal. Es ist wie so eine kleine Antenne, die man hier am Gurt befestigt hat. Selber der Selfie-Stick, die Insta360 als 360-Grad-Version. Wo könnte man das einsetzen? Ja, entweder man will GTA in Real Life spielen, so, weißt du, als Videoidee. Oder wenn man in Gruppen fährt, also in so ganz großen Gruppen, um eine geile Sicht zu haben, kann man damit fahren. Aber ich sage euch ehrlich, ist schon gut anstrengend mit dem Gurt. Erstens, der drückt. Und zweitens, das Ganze hinten hier wackelt zu sehr. Schaut mal, wie das wackelt. Ja, ist ein bisschen wackelig alles. Aber wir werden es trotzdem mit Mike einfach mal testen, wie es aussieht. Ich finde, die Sicht wird richtig geil sein, Alter. Das waren jetzt 5 verschiedene Einstellungen, Motive, wie ihr es auch nennen wollt. Das hängt immer sehr stark davon ab, was für ein Bike ihr fahrt, welche Möglichkeiten ihr habt. Das sollte einfach nur als Inspiration dienen und nicht die Nonplusultra-Position sein. Einfach nur als Beispiel. So gefühlt, du hast die Aufnahme ja jetzt noch nicht gesehen. Was würdest du sagen, welche Perspektive würde dich jetzt am ehesten reizen? Also ich würde, glaube ich, sagen, die am Lenker, die mit der langen Stange, vorne, genau. Ja. Das ist auch am angenehmsten auch so zu fahren. Stört dich nicht oder so. Stört halt nur von der Optik, also für dich halt selber so. Aber so rein technisch beim Fahren stört das halt nicht. So mit dem Gurt ist schon auf Dauer anstrengend und das sieht halt dudelhaft aus irgendwann, weißt du? Die dritte Sicht ist, so mein Gefühl sagt, das ist die beste Sicht. Okay. Die man als Sicht zwischendurch nehmen sollte. Ja. Genau, nicht als Hauptsicht. Also Hauptsicht fürs Hauptsicht Vloggen würdest du das nehmen? Genau. Und das kann man so als Zwischensicht mal als Abwechslung einfach nehmen. Checkt auf jeden Fall den Ogi aus. Er hat einen eigenen Kanal, außerdem noch die Knatter Crew. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links, die ihr braucht. Sowieso alles Wichtige unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne einen Kommentar da, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt ja das Ganze und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Peace.